Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. So, wir werden uns jetzt mal um diesen Basilisken kümmern, der hier alles in Schutt und Asche gelegt hat. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Oi, ein richtiger Poet, der Geralt. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten, sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Die ist doch quasi eh schon ausgerottet mit einem... Noch nicht einmal, wenn es ein Männchen und ein Weibchen gäbe, wäre es genug, um wieder die gesamte... diese gesamte Art quasi fortbestehen zu lassen. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Das kann dir jeder Biologe bestätigen. Die Farbe der Schuppe ist ungewöhnlich. Upsala. Das war ein kleiner Freudensprung. Ja, silberne Schuppen. Diese Brandspuren. War das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Okay, und hier? Zerstörte Fässer, der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Also kann ich ihn mit dem Geruch verfolgen. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört, dann können sie die Versicherung kassieren. Aha. Okay. Ich werde erst einmal der Sache relativ offen gegenüberstehen. Wenn das Ding tatsächlich nicht aggressiv ist, dann werde ich es ja sehen, wenn ich ihm gegenüberstehe. Normalerweise, so ziemlich jeder Basilisk hat mich ja instant angegriffen, sobald ich ihm gegenüberstand. Mal sehen, ob es tatsächlich so ist. Alter, das sah jetzt gerade komisch aus. Musst du über die Zelte so laufen? Tja, wo könnte... Muss ich jetzt nach dem Geruch suchen, oder... Was soll ich hier? Ah, da, ich sehe was. Ich sehe was in der Luft. Ah, da. Jetzt ist die Frage, ist das der Tanninduft oder der Giftduft? Ich schätze mal, beides sollte mich doch theoretisch zu den Basilisken führen, oder? Da, weiter. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Der verfolgt mich tatsächlich, gibt's ja nicht. Eindeutig. Also dem ist es tatsächlich ernst, dieses Exemplar zu beschützen. Da haben wir den Geruch wieder. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Soll ich... Also ich sag mal so, wenn die Händler tatsächlich diesen Greifen provozieren, aber andererseits, dann würden sie doch nur die Waren dorthin schaffen. Und die würden da doch gar keine Leute zurücklassen, die dann eventuell getötet werden könnten, oder? Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum? Gute Frage. Auftrag der Böttcherzunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Salvares führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Eieiei, also kannten sie tatsächlich das Risiko und sind da trotzdem lang gelaufen. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein... Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das Monster tatsächlich am Leben lassen kann, ob ich das verantworten kann. Aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. What the fuck? Das sollen menschliche Stimmen sein? Sind das Eingeborene oder was? Okay, nee, doch nicht. Klang das jetzt nur deshalb so komisch, weil ich so weit entfernt war? Das klang so, als ob sie eine komplett andere Sprache sprechen würden. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und ihr seid wer? Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Aha. Haudegen. Toll. Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch. Woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Gerald von Riva, wir haben gemeinsame Bekannte, geht euch nichts an. Ach, wir haben gemeinsame Bekannte? Ja, jetzt wird's interessant. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gerne genauer wissen. Gerald von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Und im Hintergrund schält sich der Graf langsam zu uns durch. Diese teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Ach Gott, nein! Fuck! Scheiße. Ah, nee, ich kann nicht. Das Monster muss sterben. Das habe ich gar nicht ausgewählt. Zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Tut mir leid, Meister Di Salvares. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr. Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Eigentlich wollte ich mich in der letzten Sekunde noch für den Grafen tatsächlich entscheiden, ehrlich gesagt. So eine Kacke. Soll ich nochmal den Spielstand neu laden? Eigentlich wollte ich... Ich bin einfach nicht mehr rechtzeitig auf die Schaltfläche gekommen. Ich wollte mich eigentlich anders entscheiden, tatsächlich. Ich hätte nach dem letzten Part echt nicht gedacht, dass ich mich nochmal umentscheiden würde. Aber ich habe nochmal lange drüber nachgedacht und... Ja. Ich hätte mich nur liebend gerne wirklich davon überzeugt, ob dieses Viech tatsächlich nicht aggressiv ist. Wäre es aggressiv, dann hätte ich es immer noch töten können. Wäre es nicht aggressiv, dann hätte man die Sache vielleicht irgendwie anders regeln können. Vielleicht hätte man sich mit dem Grafen darauf einigen können, dass man es, keine Ahnung, irgendwie umsiedelt oder so eine Scheiße. In irgendeine menschenleere Gegend. Aber andererseits ist es das Risiko wirklich wert, dass es irgendwann sein Revier einfach verlässt und dann weitere Menschen tötet.
Das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Ah, Moment, Leute. Ich glaube, ich werde nochmal den Spielstand neu laden. So, bin wieder hier. Und zwar, Leute, der Grund, warum ich mich in letzter Sekunde doch noch umentschieden habe, ist wegen der Nachricht, die die Händler hinterlassen haben. Die hat mich doch schon etwas skeptisch gemacht, weil die Händler, die haben ganz genau von diesem Risiko bezüglich des Basilisken gewusst. Sie waren sich dessen bewusst, aber weil sie auch wussten, dass der Graf für sämtliche Schäden aufkommt, die durch die Angriffe dieser Bestie entstehen würden, war es ihnen scheißegal. Die haben, die Händlergilde hat mit anderen Worten das Leben ihrer Arbeiter riskiert, weil sie wussten, ach, ist doch scheißegal, selbst wenn der Basilisk angreift, wir kriegen eh alles zurückerstattet. Uns kann es also vollkommen kackegal sein. Deswegen, im Prinzip haben sie tatsächlich den Basilisken provoziert. Und die Händlergilde hat, obwohl sie das Risiko kannten, ihre Händler in dieses Gebiet geschickt. Und das ist dann schon mal eine ganz andere Sache, als wenn die Händler ohne es besser zu wissen durch das Gebiet gelaufen sind. Der Graf hat ja die Warnungen ausgestellt. Aber die Händlergilde, die hat das Ganze einfach komplett mathematisch betrachtet. Und deswegen will ich erst einmal im Zweifel für den Angeklagten hier sein. Erstmal. Wie gesagt, falls sich die Bestie doch als überaus aggressiv herausstellen sollte, lässt sich ja noch was dran ändern. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Nein, es ist ja auch nicht das erste Monster, das ich verteidige. Dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber, hattest du nicht was von Geld gesagt? Zugegeben, es ist das allererste Monster, das Geralt verteidigt, das nicht vernunftbegabt ist. Also, sie sind zumindest nicht in der Lage zu sprechen oder krass zu kommunizieren, wie jetzt zum Beispiel Doppler oder Succubus. Succubi. Krass, wir kriegen sogar einen Anteil. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Wow, mal wieder ein Bauchredner. Interessant. Du hast Jocaste verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Niemand, auch nicht die Händlergilde. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocaste gewiss erschlagen. Kannst du mich nicht bitte wenigstens zu der Jocaste führen, damit ich mich wirklich davon überzeugen kann, dass sie nicht so aggressiv ist? Ernsthaft, ich würde mich davon gerne persönlich überzeugen. Das wäre doch mal eine nice Sache. Anstatt mir jetzt einfach nur dein Wort zu geben. Du weißt, der Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich wünschte mir, das Spiel hätte mir die Option gegeben, tatsächlich noch einmal diesem Viech gegenüberzustehen und zu sehen, ist es tatsächlich zahm einigermaßen? Ist es nicht aggressiv und zeigt nur territoriales Verhalten? Oder ist es überaus aggressiv und stürzt sich sofort auf alles und jeden, dass es fressen kann? Danke. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Ah. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Naja, also das Ergebnis habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erhofft. Ich meine, klar, ich habe jetzt mal ausnahmsweise Gnade gezeigt, auch aufgrund der Tatsache, dass die Situation einfach eine komplett andere geworden ist.
Nämlich, dass die Händlergilde tatsächlich das Leben ihrer, ihrer Mitarbeiter gegen Geld aufgewogen hat. Bevor es der Graf eigentlich getan hat. Ja, er will sämtliche Schäden ersetzen und im letzten Part, da klang es noch ziemlich arrogant von ihm, dass er Menschenleben durch Geld ersetzen möchte. Aber Tatsache ist, dass die Händlergilde das in Wahrheit angefangen hat, nicht er. Deswegen, ich hätte mich wirklich viel lieber davon überzeugt, wie das Viech tatsächlich drauf ist. Ich meine, ich werde mich jetzt nicht nochmal umentscheiden, ich werde jetzt mit dieser Entscheidung leben müssen, aber wie gesagt, ich hätte es mir lieber gewünscht, wenn ich das Viech noch einmal persönlich gesehen hätte und mich von seinem Zustand hätte überzeugen können. Ui, hier ist ein kleines Fragezeichen. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das doch auch mal direkt aufdecken. Was befindet sich denn da Schönes? Ein Banditenlager, ja, sehr schön. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Ich hab dir doch noch gar nichts getan. Was bist du, Italiener? Dass du schon anfängst zu meckern, bevor ich dich überhaupt berührt hab? Erwischt, sehr gut. Ja. Wow, what the fuck? Ist der eine Kerl jetzt einfach implodiert? Der eine Kerl sah so aus, als ob ihm irgendwie die Eier geplatzt wären und deshalb ist er gestorben. Also mein Schwert war es nicht. Ha, da haben wir doch was. Nicht verstickter Brief und sehr, sehr viel Zeug. Was haben wir denn hier? An Priemek, Freudenhaus, Glöcknerin von Beauclair. Brüderchen, ich fasse mich kurz. Der verfickte Philibert, das Sackgesicht Sternling und Lot können mich am Derrière lecken. Ich mache es alleine. Dank dieser fliegenden Silberhenne kann ich leben, wie es ein sirikanischer Pascha tun würde. Die Männer sind auch froh, weil es nicht das Übelste ist, Händler zu töten. Die Arbeit ist nicht schwer und das Blut kann man ja abwaschen. Und diese Beute! Gestern beispielsweise ist eine Karawane voll mit Rumfässern und Räucherschinken durchgekommen. Meine Güte, haben wir gezecht. Drum lass dir gesagt sein, Bruder. Lass die Bordellbranche sein und komm zu meiner lustigen Bande. Mama weint sich bestimmt jeden Abend in den Schlaf, weil ihr lieber Sohn in einem Bordell arbeitet. Es wird sie von Herzen freuen zu wissen, dass ich ein Auge auf dich habe. Dein großer Bruder Bartolomeo Martin Tschechowski. Tschechowski. Alter, ach du Scheiße. Ja klar, die Mutter weint sich wegen ihres Bordelljungen in den Schlaf. Aber der Banditenjunge, na, auf den ist sie stolz. Der bereitet ihr nicht im geringsten schlaflose Nächte. Pah. So, was ist jetzt hier mit... Naja, die ist nicht allzu viel wert und wiegt auch noch einiges. Die packe ich mal weg. Ja, ich sollte auf jeden Fall langsam mal wieder ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Wäre mal nicht schlecht. Okay, wo ist der nächstbeste Schnellreise... Ach, da, direkt. Perfekt. Von hier aus einfach nur Richtung Westen. Da hinten sehe ich das gute Stück doch schon... Das gute kleine Stück Land. Alles klar, Leute. Dann würde ich glatt sagen, setze ich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich... Ach nee, wobei. Moment. Nee, eigentlich ist der Part schon so gut wie vorbei. Also, ich könnte ihn eigentlich an dieser Stelle beenden. Wäre eigentlich praktischer. Ja gut, dann würde ich ihn doch an dieser Stelle lieber beenden, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt wieder. Wo ich ein aufgeräumtes Inventar haben werde und auch schon die nächste Nebenquest angehen werde. Und ich denke mal, die einzige, die jetzt noch übrig geblieben ist, ist hier Ritter zu Diensten. Das könnte ein kleines bisschen dauern, aber naja. Ich habe ja schon wenigstens 7 von den 15 Aufgaben erledigt. Von daher, mal gucken, wie lange die anderen Aufgaben dauern werden. Also dann, bis dahin, Leute. Ciao, ciao!